Die The Legend of Zelda Serie, hab ich recht? Immer schon populär gewesen und immer schon beliebt gewesen, doch mit Breath of the Wild für die Switch und für... ja, hatte nochmal einen großen Sprung in Richtung weltweiten Bekanntheitsgrad gemacht. Ich habe so viele Leute, die noch nie was mit Nintendo, geschweige denn Zelda am Hut hatten, über dieses Spiel reden gehört und aus gutem Grund. Ich muss euch, denke ich, nicht mehr erklären, was BOTW ist. Aber Breath of the Wild sollte natürlich nicht das einzige Zelda-Game für die Switch bleiben. Im Folgejahr 2018 bekamen wir Hyrule Warriors Definitive Edition und ich würde sagen, das ist einer der besten Switch-Ports ever. Nicht nur werden die Inhalte der Wii U und der 3DS-Version hier vereint, es gibt auch noch ein kleines bisschen BOTW-Fanservice. Und Leute verteidigen echt dieses Spiel hier. Aber auch wenn 2018 von Zelda nur ein Spin-Off-Port kam, es war ein ziemlich vernünftiger. 2019 tritt durch die Tür und damit auch 2019-2017 neue Spiele. Einmal Cadence of Hyrule im Sommer. Ich habe mich bis heute nicht davon erholt, dass dieses Crossover existiert, aber Alter hat es uns gute Soundtracks gebracht. Hier, ich mach mal einen an. Und dann hatten wir im gleichen Jahr noch das Link's Awakening Remake. Und ja, es hat seine Probleme, sowohl performance-technisch als auch vom Preis für das, was man geboten bekam. Kein schlechtes Remake, um Gottes Willen, aber es hat seine Wehwehchen. Zumindest mehr als jedes andere Zelda-Spiel für Switch bisher. Dann kommt das Jahr F***. Und was könnte das Jahr eher aufwerten als ein Random-Tweet von Nintendo, dass Hyrule Warriors einen Nachfolger bekommt? Age of Calamity, oder Zeit der Verheerung im Deutschen, erzählt die Geschichte 100 Jahre vor Breath of the Wild und ist nochmal ein Riesensprung nach vorne im Vergleich zum ersten Hyrule Warriors. Natürlich ist es nichts für jedermann und ja, die Performance, ich weiß, die Switch hat keine 3090, aber ich habe sehr viel vom Spiel gesehen und ich würde sagen, das Spiel ist nichts, was sein Geld nicht wert ist. Und dann kommt 2021 um die Ecke und nicht nur feiern wir das 35. Jubiläum der Zelda Serie, wir sind auch immer noch durstig nach News zum Nachfolger von BOTW. Breath of the Wild 2 dauert natürlich noch ein bisschen, aber wir bekommen doch bestimmt jetzt ein richtig nices Spiel zum Jubiläum. Okay, dann vielleicht ein richtig einzigartiges Collectible für langjährige Fans. Okay, aber wenigstens bekommen wir 2022 dann Breath of the Wild 2. Was lässt mir das Jahr denn jetzt noch übrig? Natürlich ein paar Gerüchte. Bisher weiß man noch gar nicht, was Nintendo Zelda-mäßig dieses Jahr vorhat. Falls wirklich nichts rauskommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, wäre es das erste und wahrscheinlich einzige Jahr im Lebenszyklus der Nintendo Switch, wo kein Spiel vom Franchise erscheint. Und sehr viele Leute haben aktuell die Augen auf Wind Waker HD oder Twilight Princess HD gerichtet, vielleicht sogar als Bundle. Die Vermutung, dass die beiden Spiele auf der Switch erscheinen, ist nicht das erste Mal im Umlauf, aber aktuell hält sie sich wieder ziemlich prominent auf YouTube und in den News allgemein. Und das hat mich ein kleines bisschen nachdenklich gemacht. Also habe ich das gemacht, was jeder Mensch bei einer Zelda-mäßigen Gedankenimplosion macht. Ich habe eine Community-Umfrage gestartet. Welches Zelda-Game würdet ihr euch 2022 wünschen, wenn ihr auswählen könntet? Im Rennen waren natürlich Twilight Princess und Wind Waker als Ports für die Switch, aber auch ein Remaster von A Link Between Worlds, ungefähr so wie es einst bei Miitopia passiert ist, oder ein komplettes Remake der Oracle-Spiele aus der Game Boy Color-Ära, ungefähr so wie es bei Link's Awakening geschehen ist. Aber nicht nur darüber werde ich heute mit euch quatschen, ich werde euch auch noch sagen, was ich mir wünschen würde. Bin ich nicht großzügig, tatsächlich über das zu quatschen, was im Titel steht? Fangen wir erstmal an mit dem, was bei euch am wenigsten gefragt war. 15% von euch stimmten für ein Remaster von A Link Between Worlds. Ich bin traurig, Leute. A Link Between Worlds war nicht perfekt, aber es hatte diesen typischen Handheld-Charme, den ich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen vermisse mittlerweile. Ich war immer ein stiller Beobachter der Zelda-Spiele. Ich habe nie viel selbst gezockt, aber wenn ein neues Spiel erschienen ist, habe ich es schon angesehen. Also ich habe mir eine Meinung zu allen Spielen gebildet. So ist es nicht. Und die Handheld-Spiele haben mich irgendwie immer ein bisschen mehr angesprochen. Ich mag es, wenn ein Videospiel etwas lockerer ist. Und in der Zelda-Serie haben mir das so Teile wie Minish Cap, Phantom Hourglass oder Spirit Tracks halt immer geliefert. Die Spiele haben jeweils einfach immer so ein verspieltes Alleinstellungsmerkmal. Ich sage nicht, dass die Konsolenspiele nicht auch Alleinstellungsmerkmale haben, aber die Chance ist hoch, dass die Handheld-Spiele das experimentellere Gimmick bekommen. Ich meine, Spirit Tracks hat Züge, ich bitte euch, muss ich noch mehr dazu sagen? Entsprechend habe ich A Link Between Worlds sehr lieb gewonnen, aber seitdem haben wir nichts mehr wirklich in der Art bekommen, denn der 3DS ist... Für mich war der Grafikstil alleine schon immer charmant. Ich weiß, dass hier nicht jeder meiner Meinung ist, aber Bruder, ich feiere den Artstyle dieses Spiels. Schaut euch alleine mal die Wallpaper an, es ist so stilvoll, charmant, es ist wundervoll. A Link Between Worlds hat sich irgendwie anders angefühlt und das, obwohl es mehr als nur ein geistiger Nachfolger eines Super Nintendo Spiels ist, A Link to the Past. Und der Gedanke daran, das Spiel in remasterter und aufgewerteter Form auf der Switch zu haben, so wie es mit Miitopia geschehen ist, wäre ein absoluter Segen. Es wäre das erste Zelda-Spiel, das ich mir zum Launch kaufen würde, da will ich ganz ehrlich mit euch sein. Als
Also, ja, sorry, ich bin da leider wie gewohnt unpopulär, aber ich mag ja auch Super Circuit nicht, also wie viel ist meine Meinung wirklich wert? Euer zweiter Platz waren die Oracle Remakes mit 23% und das finde ich interessant. Ich habe vor dem Posten damit gerechnet, dass die Oracle Remakes gnadenlos untergehen würden. Ich meine, die Idee ist eigentlich cool, aber wir hatten nun mal schon ein Remake eines Gameboy-Spiels auf der Switch und ich werde eher davon ausgehen, dass sie sich sowas für die nächste Konsole aufsparen, aber ich scheine mich getäuscht zu haben. Oracle of Seasons und Oracle of Ages sind die Pokémon-Route eingeschlagen, aber sie haben es cooler gemacht. Die Abenteuer sind keine 99%ige Kopie wie bei den Taschenmonstern, jedes Spiel hat seinen eigenen Plot, wobei beide auch eine Verknüpfung zueinander haben. Die ursprüngliche Vision war es, ein Triplett an Spielen zu entwickeln, basierend auf der Idee des Triforces, aber da das System zum Entwickeln zu komplex wurde, hat man 33% der Vision weggeworfen und sich auf den Rest konzentriert. Das Spiel zu entwickeln war ein Abenteuer, es gab so viele Hürden zu überwinden, dass man sich dem Release des Game Boy Advance näherte und überlegt hat, extra Funktionalitäten einzuprogrammieren, falls man auf dem GBA spielt. Das wurde aus Zeitgründen aber über Bord geworfen. Bis der GBA auch nach hinten verschoben wurde und man es dann doch nicht über Bord geworfen hat. Begrüßt mit mir den Advance Shop. Remakes der Oracle-Spiele würden super vielen Leuten die Chance geben, diesen Teil der Zelda-Historie in modernisierter Form zum ersten Mal zu erleben. Die Originalteile sind zwar in der Virtual Console vom 3DS verfügbar, aber halt ohne die GBA-Inhalte und bald auch ohne die Game Boy Color-Inhalte, denn 2023 nähert sich rasant. Meine Vermutung ist, dass definitiv irgendwann ein Remake der Spiele kommen wird, auch in einer Software. Ich denke nicht, dass sie nochmal zwei separate Releases machen würden, aber sie werden sich damit noch ein bisschen Zeit lassen. So, kommen wir nun zum Elefanten im Raum, Twilight Princess HD und Wind Waker HD. Ich habe mir bereits gedacht, dass die beiden Spiele die Umfrage anführen würden, denn ich bin Wahrsager. Nein, Spaß, dafür muss man nicht Wahrsager sein. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so dominieren. Weit mehr als die Hälfte aller Leute haben für die Ports abgestimmt und du Papa, darf ich mich kurz unbeliebt machen? Okay, hier ist das Ding. Wind Waker und Twilight Princess sind beide für den GameCube erschienen, wobei letzteres noch eine gespiegelte Wii-Version bekommen hat. Nichtsdestotrotz, solange man eine GameCube-fähige Wii hat, ist auch Wind Waker auf einer Wii spielbar. Dann kam die Wii U, die Phase, wo alle Nintendo-Fans kollektiv im Koma lagen. Twilight Princess war durch die Wii-Version schon spielbar und Wind Waker HD ist erschienen. Und dann warum auch immer noch Twilight Princess HD ein Jahr vor dem Switch-Release, aber hey. Wir hatten die gleiche Zelda-Spiele nun also effektiv auf drei aufeinanderfolgenden Nintendo-Konsolen und behaltet euch im Hinterkopf, dass wir für Wii U auch immer noch kein originales großes Zelda-Spiel hatten. Jetzt auf der Switch haben wir Skyward Sword HD bekommen, also auch dieses Spiel ist jetzt auf drei Konsolen hintereinander spielbar und ich habe gar nichts dagegen, aber wollen wir jetzt wirklich nochmal Wind Waker und Twilight Princess porten? Ich bin mal so dermaßen frech zu behaupten, dass jeder, der einen Hype auf diese Ports hat, entweder das Original oder sogar die HD-Version auf der Wii schon gespielt hat oder jetzt in diesem Moment spielen kann. Es wäre grundsätzlich nichts falsch daran, die Spiele auch auf der Switch zu haben, aber wenn ich wählen müsste, wären diese Ports meine geringste Priorität. Ich habe in den Kommentaren noch einige andere Ideen gelesen, an die ich selber gar nicht gedacht habe, aber die ich auch den Ports vorziehen würde. Was ist beispielsweise mit einem Remake von Minish Cap? Einige haben Sorge gehabt, dass es rechtlich schwierig wird, weil Capcom ja das Spiel entwickelt hat, aber I don't know, die Oracle-Spiele kommen von einer Tochtergesellschaft von Capcom und da macht sich auch keiner große Sorgen drum. Ich meine, wenn Nintendo ein Spiel aus ihrer eigenen Serie remaken möchte, dann kriegen sie das schon hin. Ich vertraue Nintendo nicht sehr oft, aber manchmal schon. Ich kann mir vorstellen, dass diese 62% ein bisschen inflationär sind, weil das Thema aktuell einfach groß ist. Und vielleicht war es ein bisschen frech oder sogar falsch von mir, das überhaupt in die Umfrage mit aufzunehmen, denn es hat nun mal momentan als einzige der drei Auswahlmöglichkeiten eine mediale Präsenz. Aber dass der Abstand so riesig ist, ist schon bemerkenswert. Wenn man sich die Kommentare durchliest, dann wird dieser Abstand nicht so eindeutig. Da waren die Meinungen ziemlich ausgeglichen, fand ich. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Abstand immer weiter gewachsen ist, weil im Laufe der Tage mehr Leute den Post zufällig vorgeschlagen bekommen haben und einfach nur auf Autopilot das populärste ausgewählt haben. Diese 60% standen da schon kurz nach der Veröffentlichung vom Post und haben sich nie wirklich geändert. Also, ich bin verwundert. Ich habe damit gerechnet, dass es vorne liegt, aber nicht so dermaßen extrem. Mein Wunsch wäre, wie gesagt, A Link Between Worlds. 85% von euch müssen mich jetzt deabonnieren, aber Leute, das Spiel ist wirklich nicht so daneben. Das war doch mal eine insgesamt spaßige Sache. Ich möchte definitiv mehr solcher Umfragen mit euch machen und ich habe auch schon eine Idee für das nächste Mal, wo ich sowas machen werde, also bleibt gestimmt. Das ist Stay Tuned wörtlich übersetzt. Und schreibt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare zu dem Thema, falls ihr das noch nicht unter dem Community-Post gemacht habt. Vielleicht jetzt, nachdem ihr das Video gesehen habt, sind euch noch einige Sachen eingefallen, an die ihr vorher nicht gedacht habt. Wir sehen uns jetzt aber erstmal beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abonnement da und wie immer, lasst nichts anbrennen. Tschüss!